Hallo, guten Morgen, meine lieben Menschen da draußen. So, heute habe ich gedacht, am Samstag, heute haben wir den 1. Juni, da beleuchten wir mal den Juni, ne? Was so im Juni auf uns zukommt. Ja. Dafür habe ich die Lektion der Seele von James van Praagh. Habe von Doreen Berthiaume die Engel und von Doreen Berthiaume das Red Light Valentine die Feen-Tarot. Ne? Jetzt hole ich erstmal zwei von diesen Karten. James van Praagh, ne? Wer den noch nicht kennt, ne? Das ist einer der größten Mediums in Amerika, ne? Oder weltweit, würde ich schon fast sagen. Ne? So, der hört die geistige Welt. Ne, und sieht sie auch. Lektionen der Seele im Namen Gottes. Was ist denn wichtig für den Juni, was die Menschen jetzt wissen sollen? Oh, schwere Zeiten. So, die ist aber umgedreht, die Karte. Ne? So, das bedeutet, dass die schweren Zeiten weggehen, ne? Durch die schweren Zeiten haben wir viel gelernt, ne? So, die Karte hinten ist auch wieder umgedreht. Das bedeutet, ne, dass die Leute, also man hat Angst bekommen, ne? Leugnen bringt gar nichts, dass man in schweren Zeiten hockt, ne? Ja. Du sollst zu deiner Angst stehen und bewusst Einsicht haben und dieses Leugnen von Tatsachen geht auch weg, ne? Weil die Karte ist umgedreht gefallen, ne? Im Juni. Also werden Wahrheiten sichtbar im Namen Gottes. Was ist denn noch wichtig? Ne? Freiheit. Ja, wir gehen in die Freiheit, ne? Ich habe die Macht und den freien Willen, um mein eigenes Glückes Schmied zu sein, ne? Ja, das ist Freiheit, ne? Wenn du bestimmen kannst, wie du weiterleben willst, ne? So, und hier habe ich wieder eine umgedrehte Karte. Zweifel. Also alle Zweifel, die werden im Juni, egal ob das im Privaten oder egal in welchem Bereich ist, werden fortgefegt, ne? Ja. Ich löse mich von dem Bedürfnis, über alles genau Bescheid wissen zu müssen, dass sowieso die Karte ist falsch herumgefallen. Also im Juni werden alle Zweifel, die wo jemals du hattest, die werden weggewischt. Ne? So, jetzt holen wir mal die nächsten Karten. Ne? Kriegst du Klarheit und kriegst Vertrauen und die Wahrheit wird offenbart. Im Namen Gottes. Was ist denn noch wichtig? Im Juni. Ja. Ja, es kommen bessere Entscheidungen und bessere Möglichkeiten auf dich zu, ne? Ja, du hast die Dinge die ganze Zeit nicht klar gesehen und bist vor der Wahrheit weggelaufen, ne? Aber das bringt diese schweren Zeiten, die gehen jetzt vorbei, ne? Solltest du Hilfe brauchen, ne? Bitte andere um Hilfe im Juni. Nur Arbeit und kein Vergnügen hast du, ne? So sah so dein ganzes Leben aus wie Aschenputtel, ne? Die Elfe hier ist total verflattert, ne? Du bist auch niedergedrückt durch so ein zu hohes Maß an Verantwortung, wo dir wahrscheinlich andere aufgeladen haben, ne? Wie geht's denn weiter im Juni? Im Namen Gottes. Was will die geistige Welt dir sagen? Ja, du leugnest nicht mehr, ne? Du zweifelst nicht mehr, du vertraust, ne? Oh, im Juni werden Wünsche wahr, ne? Träume erfüllen sich und eine magische Zeit im Leben beginnt, ne? Oh, das ist doch schon mal toll, ne? Und andere werden dir wahrscheinlich dabei helfen, ne? Und Gott, ne? Im Namen Gottes. Was ist denn noch wichtig im Juni für die Menschen?
Wundervolle Neuigkeiten stehen im Juni bevor. Kluge Entscheidungen, die dir Belohnung bringen, wirst du treffen. Erfolg und öffentliche Anerkennung auch beruflich. Ne? Mhm. Ja. Aha, das hört sich ja schon mal gut an. Im Namen Gottes. Was ist denn noch wichtig im Juni für Seelenkollektiv? Oh, ja, da wirst du dankbar sein und viel zu feiern haben. Tiefe Gefühle von Frieden und Glück kommen im Juni und ein erfülltes persönliches Leben mit auch dem richtigen Partner. Ne? Ja, genau. Schöne und das Biest, ne? Schloss. Ja, du wirst an dem Ort ankommen, wo du dir immer gewünscht hast, ne? Das passt ja auch zu Wünsche werden wahr, ne? Ja, genau. So, das hört sich doch schon mal gut an. So, jetzt hören wir mal noch die Engel. Ich habe mal speziell jetzt mal andere Karten ausgewählt als Tarot, ne? Schwierigkeiten gehen weg, das Leugnen geht weg, deine Zweifel gehen weg. Wünsche werden wahr, wundervolle Neuigkeiten im Insgesamten, ne? Und da, wo du Grund hast zum Feiern. Im Namen Gottes, das hört sich ja schon mal gut an, ne? Du bist vielleicht vor allen schweren Zeiten, hast du versucht davon zu laufen, aber hier kommen neue Möglichkeiten. Lass deine Vergangenheit los im Juni. Die Last deiner Vergangenheit, die du mit dir herumträgst, hat dich müde gemacht, liebes Wesen. Der Moment ist gekommen, diese Last abzulegen. Behalte nur die guten Lektionen und die Liebe und lass alles andere hinter dir. Du willst es nicht, du brauchst es nicht und jetzt ist es von dir genommen. Ne? Aha. So. Die Karte ist falsch rumgefallen. Belohne dich selbst. Ja, du hast selbst für dich überhaupt nichts getan. Ne? Du hast nur geschuftet, passt auch genau, ne? Niedergedrückt an ein zu hohes Maß an Verantwortung, nur Arbeit, kein Vergnügen. Ja, du hast in letzter Zeit viel von dir selbst gegeben und jetzt ist der Moment für dich gekommen, etwas zu empfangen. Nimm dir die Zeit, dich auf eine sinnvolle Weise selbst zu belohnen. Dieses Gleichgewicht zwischen Geben und Nehmen ist eine essentielle Voraussetzung, um deine Energie, Stimmung und Motivation auf einem kontinuierlich hohen Level zu halten, ja. Kann sein, dass du das nicht machst, also mach das, ne, weil die Karte ist umgedreht gefallen, ne. Im Namen Gottes, was ist noch im Juni wichtig? Zu entgiften und zu reinigen, ne. Auch von toxischen Energien, von toxischen Leuten, die Energien, wo du aufgenommen hast. Vielleicht bist du ein Empath, ne. Mit großer Liebe und Respekt bitten wir dich, deinen kostbaren und empfindsamen Körper zu entgiften. Also nimm gesunde Dinge zu dir. Trink mal Salbei-Tee, ne? Oder Lorbeerblättertee, ne? Und verzichte auf Fastfood, ne? Auf deine Bitte hin werden wir dir sowohl helfen, Lebenskraft, fördernde Wege zu finden, mit Stress umzugehen, als auch jeglichen Kummer zu erleichtern, dem du beim Ablegen deiner alten Gewohnheiten empfinden magst. Du sollst ja diese Vergangenheit loslassen, ne? Überlasse uns deine Sorgen, Ängste und Bedenken und bade im Gefühl der wunderbaren Anmut deines frisch gereinigten Körpers. Also bist du vergiftet, ne? Im Namen Gottes. Durch toxisches. Toxisches Essen, toxische Menschen, toxische Gewohnheiten. Was ist denn noch wichtig im Juni? Richtungswechsel. Oh, da kommt es zu einer Veränderung. Die Veränderungen, die jetzt im Juni auf dich zukommen, ne, sind göttlich geführt und deine neugeborene Bereitschaft, dein Herz der Liebe und unserer Führung zu öffnen. Du bist jetzt und in Zukunft beschützt, daher folge deinem Weg zu den glücklichen Resultaten, die du dir wünschst, ne. Also triff Herzensentscheidungen, ne. Es ist Zeit zu gehen, ne. Die Sonne geht jeden Tag auf und unter, ne? Also du hockst in irgendeiner Situation, die wohl nicht gut für dich ist, auch nicht gut für deinen Körper, ne? Ja, das Gleiche gilt für die Zeiten in deinem Leben. Erkenne die Schönheit in jedem Sonnenuntergang deines Lebens und wisse, dass die Sonne auch morgen wieder in voller Pracht erstrahlen wird, ne? Ja. Es gibt Tage, die sind grau und trüb
Und du fragst, wo die Sonne blieb, wärst mit ihr gerne wieder froh. Doch das ist nun mal so. Ja, hier kommt es zu Beendigungen von negativen Dingen. Und die sind lediglich der Start für einen Neubeginn. Und die Engel und die geistige Welt begleitet dich unfehlbar durch alle Phasen und Zyklen deines Wesens. Ne? Jo. Zeit zu gehen und deinem Herzen zu folgen, ne? Im Namen Gottes. Was kommt denn noch im Juni auf dich zu? Jo. Dinge, die wohl sich immer zu im Kreis gedreht haben, die wohl sich immer zu wiederholt haben, ne? Ja, die wohl vielleicht Ängste hervorgerufen haben, Belastungen, die wohl deine Seele belastet haben, ne? So, und die wohl dir gefühlsmäßig geschadet haben, ne? Die werden beendet, ja? Hier kommen neue Möglichkeiten auf dich zu, ne? Hier wird etwas beendet, beerdigt, begraben und etwas Neues entsteht daraus. Ne? Hier kommen neue Nachrichten, neue Menschen auf dich zu, ne? Die wollte ich in dein Glück führen im Juni. Ne? Ja, genau. Hier kommt eine glückliche, positive Zeit auf dich zu, eventuell auch der richtige Partner, weil ich habe ja hier auch die Karte Wünsche werden war. Ne? Vielleicht wartest du schon dein ganzes Leben lang. Ne? Endlich sehe ich das Licht. Und die Schatten ziehen vorüber, endlich sehe ich das Licht und die Dunkelheit vergeht. Es ist warm und traumhaft schön und die Welt hat sich verändert. Tief in mir kenn ich die Bedeutung, was ich sehe, bist du. Also hier wird die göttliche Fügung greifen. Es kommt zu positiven Veränderungen. Es ist Zeit, in das Leben zu gehen, das für dich vorbestimmt ist. Was kommt denn noch im Juli? Im Namen Gottes. Jo. Vielleicht bist du krank geworden, musst Tabletten holen. Ne? Es kann aber auch sein, dass dann das Leben dir eine sehr bittere Pille verabreicht hat, ne? Wo du durch sehr schlechte Zeiten, dunkle Täler von tiefen Schmerz und Tränen gelatscht bist. Ne? Da läuft die Zeit ab im Juni. Ne? Für alles, was dunkel ist und was schwere Zeiten waren, da läuft die Zeit ab. Ne? Du bekommst hier Hilfe, ne? Eventuell von jemandem aus der Vergangenheit oder von etwas aus der Vergangenheit, was auf keinen Fall toxisch war, ne? Ja? Du fühlst dich sowieso in der falschen Zeit, ne? Du bekommst Hilfe für einen Neuanfang, der wo jetzt im Moment noch nicht sichtbar für dich ist, aber das wird bald kommen. Das Ei ist schon auf, ne? Hier könnte jemand aus der Vergangenheit zurückkommen im Juni. So, was ist denn noch wichtig im Juni? Was da so kommt. Gucken wir mal. Jo, du wirst deine Segnung erfahren. Gott ist bei dir, ne? Du erhältst ein Geschenk von der geistigen Welt und von Gott, ne? Kann sein, dass du dich auf den ersten Blick verliebst, ne? Vielleicht führst du auch Gespräche mit Gott. Oder hörst auf einmal die Verstorbenen, ne? Ja, hier kommt eine Veränderung auf dich zu. Hier habe ich den Schmetterling im Juni, ne? Das habe ich ja hier in den Karten auch schon, ne? Ja, eine positive Veränderung, die wohl dich in dein Glück führt. Vielleicht fängt das erst mit kleinem Glück an und wird nachher großes Glück. Meerjungfrau, aha. Ja, vielleicht hast du eine Verbindung zum Meer, ne? Fühlt sich im Moment vielleicht einsam, unverstanden, ausgegrenzt, wie das schwarze Schaf, ne? So, und das wird sich aber alles ändern. Die geistige Welt schickt dir Botschaften, ne? Hier habe ich die Libelle, ne? Und Gott, ne? Du wirst hier eine Segnung erfahren, ne?
Ja, du bist Beschützer, behütet. Ne? Zwei Hände habe ich hier. Ne? Es kann sein, dass hier zusammenfindet, was zusammengehört. Ne? Ja, hier habe ich auch den Stern. Ne? Das bedeutet, die große wahre Liebe kommt auf dich zu. Du kannst deiner Berufung folgen. Eine hoffnungsvolle Zeit kommt auf dich zu. Und auf dem ganzen Weg im Juli bist du beschützt. Ne? Ja, du hast dich ein bisschen zurückgezogen. Ne? Weil die Welt da draußen kalt ist. Hier habe ich den Schnee, ne? Eine Schneeflocke, ne? Oder jemand sehr kalt zu dir war oder du dich in einer sehr kalten Umgebung befunden hast, ne? Hast du dich zurückgezogen, ne? Du bist beschützt von Gott und schützt dich auch selbst, ne? Also hier ist jemand eiskalt zu dir, ne? Und hier habe ich nochmal die Schildkröte, ne? So, du musst dich viel schützen in deinem Leben, ne? Ja. Und jetzt kommt etwas Neues auf dich zu. Ne? Hier habe ich wieder den C-Stern. Also du hast definitiv eine Verbindung zum Meer. Ne? Es kann sein, dass du in früheren Leben am Meer gewohnt hast. Ne? Ja, oder vielleicht ziehst du ans Meer, vielleicht fährst du ins Urlaubs ans Meer. Und dieser Seestern sieht aus wie der Stern im Tarot. Das bedeutet, dein Schicksal soll sich jetzt erfüllen. Die große wahre Liebe findet zu dir. Hier kommt es zu Richtungswechsel. Von allem, was dich belastet hat, gehst du weg. Ne? Ja, und du bist beschützt. So, jetzt hole ich mal noch einmal die Engel. Was kommt denn noch im Juni? Namen Gottes. Kontinuierliche Fortschritte hast du gemacht, ne? Trotz dieser ganzen Belastungen, ne? Ja, die Engel zollen dir Anerkennung für deine fortwährenden erfolgreichen Bemühungen, deine täglichen Aktivitäten immer mit Liebe zu erfüllen, ne? Du bist wahrscheinlich ein Lichtarbeiter und ein Erdenengel, ne? Sie sehen deutlich die Beiträge, mit denen du die Welt durch Gedanken, Gefühle und dein liebevolles Handeln bereicherst, ne? Ja. So, jetzt hole ich mal noch die Glückskekse. Was kommt denn noch im Juni, liebe geistige Welt? So, habe ich gerade ein paar Stück geholt. Fangen wir mal an. Mut bedeutet, Angst zu haben und trotzdem weiterzugehen. Ne? Die wohl niemals Angst hatten, die brauchen ja keinen Mut. Ne? Mut ist, wenn du Angst hast und trotzdem etwas probierst. Und das wird im Juni passieren. Ne? Du legst bei allen Aktivitäten ein starkes Tempo vor im Juni. Ne? Scheinbar kriegst du mal ein bisschen Energie. Eine Begegnung wird dein Herz höher schlagen lassen im Juni. Also könnte das eine Liebesbegegnung sein. Ja, du hast auch die richtige Richtung eingeschlagen. Hier habe ich auch den Richtungswechsel. Ne? Und das wird weiter so gehen im Juni. Steh zu deinen Gefühlen. Ne? Lieber will ich mich zu Tode glauben, als nur noch einmal an mir selbst und an meinen Werten zu zweifeln. Ne? Was ist das? Wer anderen Hallo sagt, verlebt einen glücklichen Tag. Aha. Also wenn du freundlich bist, ne, dann kommt die Freundlichkeit jetzt endlich mal zu dir zurück. Allerdings nicht von den Toxischen, ne? Da kannst du lange warten. Du bist dabei, eine äußerst wichtige Entdeckung im Juni zu machen. Aha. Ja, irgendetwas passiert da, ne? Vielleicht im Großen und Ganzen, ne? Der kürzeste Weg zwischen zwei Menschen ist ein Lächeln, ne? Also wirst du eine Begegnung machen, die wohl dich wieder lächeln lässt, ne? So, jetzt hole ich mal noch einmal diese Karte. Im Namen Gottes, was kommt denn noch im Juni? Das hört sich ja schon mal gut an. Du zweifelst nicht mehr, du glaubst an Gott, ne? Du glaubst an die Liebe, ne? Du leugnest auch keine Wahrheiten mehr, du guckst hin und siehst dir das an, ne? Und die schweren Zeiten, die gehen im Juni endlich vorbei. Ja, ein emotional erfülltes Leben mit Familie und Freunden und Kindern wartet auf dich, ne? Ja, und Personen kommen auf dich zu, denen, wo du 1000% vertrauen kannst, ne? Ja, und lass dich von den ganzen Herausforderungen auf deinem Weg im Juni nicht abschrecken, ne?
Es ist wichtig, klar und genau zu kommunizieren. Also sage das, was du denkst, ne? Und nicht, was andere hören wollen, ne? Fantastische neue Ideen, die wo du auch umsetzen sollst, ne? Im Namen Gottes. Was kommt denn noch im Juni? Das hört sich ja schon mal gut an. Ja, setze dich durch. Gib das, woran du glaubst, nicht auf, egal wie sie dich mit Pfeilen beschießen, ne? Sei mutig und stehe für dich selbst ein, ne? Ja, genau. So, noch eine einzige Karte, bitte. Ja, es kommt zur Auflösung von Schwierigkeiten. Guck mal, schwierige Zeiten sind dir verkehrt rumgefallen. Die Auflösung von Schwierigkeiten. Hier wird dir eine große Last von den Schultern genommen. Hier kommt es zum Beenden einer Sucht oder Mitabhängigkeit oder überhaupt von einem schlechten kalten Leben. Guck mal, hier habe ich die Schneeflocke. Diese Elfe, die ist im Schnee. Ne? Du gehst aus kalten Gefilden, gehst du in die Wärme und in dein neues Leben. Ne? Ja, und mit dieser Karte höre ich auch auf. Ne? Ich freue mich wie immer über ein Like, einen Kommentar, wenn du meinen Kanal abonnierst, Glocke aktivierst, da kriegst du die Videos auch immer angezeigt. Ne? Ja. Hier habe ich die Schildkröte stehen. Das ist übrigens ein Obsidian, ein Schutzstein. Ne? Ja, fällt mir immer Jesaja ein. Ne? Ich wollte nie erwachsen sein, hab immer mich zur Wehr gesetzt. Von außen wurde ich hart wie Stein, und doch hat man mich oft verletzt. Irgendwo tief in mir bin ich ein Kind geblieben. Erst dann, wenn ich's nicht mehr spüren kann, weiß ich, es ist für mich zu spät, zu spät, zu spät. Unten auf dem Meeresgrund, wo alles Leben ewig schweigt, kann ich noch meine Träume sehen, die Luft, die aus der Tiefe steigt. Irgendwo tief in mir bin ich ein Kind geblieben, erst dann, wenn ich's nicht mehr spüren kann, weiß ich, ist es für mich zu spät, zu spät, zu spät. Erwachsen, was heißt das schon? Vernünftig, wer ist das schon? Ich bin ich und du bist du, das ist alles, was ich weiß. Du bist jung und ich bin alt, aber was kann das schon bedeuten? So, ich hoffe, ich konnte euch wieder ein bisschen weiterhelfen, ne? Also die schwierigen Zeiten, die gehen endlich vorbei, ne? So, deine Wünsche werden wahr, ne? Freu dich auf den Juni. Heute haben wir den 1., ne? Du wirst bald viel, viel Möglichkeiten haben, für zu lachen, zu singen und zu tanzen, ne? So, dann danke ich dir mal wieder fürs Zuhören und ich hoffe, ich konnte helfen und ich wünsche dir einen wunderschönen Juni.